Dominik, wir sind hier in Sölden. Das heißt, du wirst jetzt zum Riesentorläufer? Nein, zum Riesentorläufer war ich nicht. Aber ja, ich glaube, es gehört eine Möglichkeit, mit Vorbereitung zu einem Riesentorlauf zu kommen und vielleicht einen zweiten Lauf dabei zu sein. Wie schaut die weitere Vorbereitung dann aus im November? Wir werden dann nach Amerika, nach Copper Mountain gehen und dann die Vorbereitung machen für die Spitex. Diese lange Pause, ist die gut oder? Eine lange Pause, ich glaube, ich habe 10 Tage daheim und nachher fliege ich schon wieder nach Übersee und dann bin ich 14 Tage am Skifahren. Deswegen Pause ist eigentlich wenig. Wie sind die Ziele für diese Saison? Ziele, so wie halt jetzt, man probiert halt voll dabei zu sein. Schon am Anfang der Saison war halt ganz wichtig. Und auch schauen, wo man liegt. Ist man schon vielleicht auch zu oder ist man ein bisschen im Hinterfeld. Aber und auch einfach auf jeden Rennen zu setzen und probieren, die Rennen zu gewinnen. Alles diskutiert momentan, dass Speedfahrer benachteiligt sind im Gesamtweltcup. Siehst du das auch so? Ich habe da ein bisschen die Diskussionen gelesen. Aber ja, es ist sicher nicht einfach. Als Speedfahrer, weil wenn wir einfach technisch vielleicht ein bisschen zu schwach sind, mit den technischen Disziplinen viele Punkte zu haben. Aber ja, wenn man, ich denke, ein gut überlegtes Programm sich durchrechnet und das probiert zu fahren, dann kann es vielleicht auch machbar sein.